Na super, jetzt geht's ja immerhin weiter. Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön. Wo wird diese super tolle Reise wohl hingehen? Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir. Ja, liebe Freunde, so geht's auch direkt los. Kapitel 12, die Fahrt. Ich bin's wieder. Ach, ganz schön. Hier geht's gleich richtig zur Sache. Dieses kleine Exemplar von etwas Ekelhaftem hat wohl wirklich etwas gegen uns. Jetzt Munition alle. Ja, na klar. So, da wir wieder Munition alle haben, muss ich jetzt irgendwas nehmen, wo ich noch ein bisschen Munition für habe. Oh, er hat nichts nachgeladen, ne? Ich starte hier komplett nackig. Muss ich irgendwo Bestimmtes hinschießen? Oh, was ist das denn? Gürteltier! Jetzt habe ich wenigstens kurz ein bisschen Zeit, Munition einzusammeln. Oder auch nicht. Da hinten kommt ja auch wieder was gerade. Oh, er geht hier schön in Slow Motion. Da abbiegen. Zwei Schuss. Meine Fresse. Halt doch nicht an! Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Ja, Mädel. Voll, voll. Was kommt jetzt? Oh nö. Sebastian, sie sind über uns! Achtung, wir haben Dynamit! Ja, ach. Das ist ja wunderbar richtig. Über uns und Dynamit, ich sehe keinen sonst. Was schießt? Ach da. Einer weniger. Gegner von rechts. Hat das, wo ist rechts, Junge? Da oben. Lass mich aufstehen. Hast du gut gemacht, Mädel. Ich lade kurz nach. Fetz! Was ist denn hier? Ich habe hier keinen zu der Party eingeladen. Fick der Scheiße. Hörst du auf zu rennen? Lass den Alkohol fallen. Den guten Tropfen. Sie schießen von oben. Schon. Der Scharfschütze erlebt noch. Es kommt noch mehr. Ganz cool, Leute. Das sagst du so einfach, du. Zum Glück
gibt es hier endlich mal ein bisschen Munition, ne? Endlich mal. Und meine Helfer helfen auch tatsächlich. Alter, bist du jetzt langsam mal. Habe ich noch für irgendwas Gutes Munition? Scharfschützengewehr ist das natürlich klar. Ich setze mir mal lieber eine Spritze. Man weiß ja nie. Jetzt kann ich nicht mehr auf diese scheiß Dings schießen, da du. Ein Schuss. Wo ist denn hier noch was? Der Typ, ne? Oh, und daneben geschossen. Überlass die mir. Nein. Oh, oh. Das war knapp. Na super, jetzt geht's ja immerhin weiter. Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist schön. Wo wird diese super tolle Reise wohl hingehen? Alter, hier sieht es aus. Links. Sag mal, heute keiner TomTom dabei. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Gut. Jo, ich habe übrigens keine Munition mehr, Leute. Ich dachte, ich sag euch doch vielleicht mal kurz Bescheid. Meine Munition ist schon wieder alle. Ich raste hier aus. Den Bus kaputt. Ist hier noch Munition? Nö. Ich hab doch nichts mehr, oder? Ja, liebe Leute. Jetzt ist die Frage, wie ich. Ich hab nichts mehr, noch nichts mehr. Habe ich irgendwelche Teile, um was herzustellen? R-Bolzen wechseln. Ah, hier, ich kann die Dinger immerhin herstellen. Explosiv. So, dann kann ich noch ein paar normale Bolzen herstellen. So, ab geht er. Los, nun. Alter, endlich. Schon wieder so ein Gürteltier-Scheißvieh, Mann. Wahnsinn. Eine fucking Mumpel für die Magnum. Eine. Ich stelle vorsichtshalber schon mal wieder ein paar Bolzen her. Ups. Nein, Explosiv war schon richtig. So. Jetzt habe ich noch ein Dingens. Dann mache ich hier noch einen. Jetzt habe ich auch davon nichts mehr. Das heißt, jetzt bitte nicht mehr allzu viele Gegner oder ihr... Alter, bin noch ein bisschen Munition. Vor die Nase. Wir haben immer so ein Schwein. Ne? Zum Glück kam da ein Tunnel. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet. Als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren.
Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Ups. Joseph, nein! Sniper. Bring uns einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt es dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Das geht ja auch so einfach. Bei einem Bus, der hinten offen gesprengt ist. Ach du Heiliger. Habe ich jetzt wieder Munition für irgendwas anderes? Nö. Oh. Die sind voll. Ach du Scheiße. Alter, was rennt der auch so nah an mich ran, der Spucken? Leute, genau so muss man das übrigens machen. Das war alles wieder vollkommen Absicht. Eine Spritze, Munition, hier liegt ja das Schlaraffenland von The Evil Within. Ich hab es gefunden. Okay, Schlaraffenland war jetzt wohl ein bisschen übertrieben. Da kann ich jetzt zu einer etwas humaneren Waffe wechseln. Halt, da war was. Da war was. Da hinten. Munition. Ja, treten, ich brauche nicht treten. Eine Mine. Alter Scheiße. Na komm, seht mich, dann schieße ich da drauf. Sehen, die Idioten. Oh mein Gott. Die sind gar nicht blöd, ne? Der hat Dynamit dabei, die sind jetzt schon langsam besser ausgestattet als ich. Sackratten. Verbrenne, krepiere. Von den Kackviechern rennen jetzt hier rum. Und hier eine Knarre. Das soll mir alles scheißegal sein, ich knall euch so über den Haufen. Jetzt habe ich ein bisschen Glück. Hui! Nein, ich will da nicht reingucken. Ich will die nur schnell verbrennen. Wer schießt denn hier wie so ein Irrer? Munition alle? Jo. Ach, die regen mich auf. Ich hasse es sowas von. Oh ja, ehrlich. Okay. Okay, okay, okay. Fuck, ich werd hier abgeballert immer noch. Munition. Zwei Schuss. Nu! Wo ist denn der fucking Schütze, der mich hier die ganze Zeit abballert? Da oben.
ein Schuss. Das wird nicht lange helfen. Alter, ich bin heute echt zu kacken, zu blöd, ne? Warum verstecken? Habe ich noch irgendwas im Reservoir? Ja. Ehrlich? Das konnte jetzt gerade nicht sein Ernst sein, oder? Da rennt er einfach weg. Und ich habe keine Munition mehr. Für nichts. Doch. Eine für die Magnum. Bisschen Glibber. Ich brauche Munition, Alter. Ich will hier wieder raus. Ach, darüber kann ich ja gehen. Hol die Magnum raus. Der Treffer muss dann aber auch sitzen. Da. Ich glaube, der hat gesessen. Und ich habe ich nämlich ein Problem. Da ist noch einer. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Kein Zombie. Ist einfach nur Licht auf. Ja, na herrlich. Ich glaube, er ist selbst hochgegangen. Kann das sein? Ja. Da geht der Plan doch mal auf. So. Er hatte irgendwas. Ich konnte gerade irgendwas nehmen. Oh. Gott, echt. Hier musst du echt betteln, beten, dass du mal ein bisschen Munition kriegst. Bloß diese Glibber-Scheiße steht hier überall rum. So. Spritze. Karte. Haben wir noch irgendwas Schönes hier? Ein bisschen Kaffee? Ich will Kaffee. Blutstillender Verband. Oh, der einzige im gesamten Spiel. Muss ich natürlich vorsichtig sein. Hier ist aber Licht. Da ist irgendwas dran. Kann ich den wieder mitnehmen? Ach ne, das ist meine Dingsgranate gewesen. Ach du heilige Scheiße, bitte nicht. Ja, na klar. Gut, ich hole mal eben kurz meine Panzerfaust raus. Aber alles scheiße hier. Und der schießt mir die Karren weg. Fuck. Alter. Lol und stund stehe ich vor diesem scheiß SUV. Ich muss mal einer erzählen, wie ich das Ding töten soll.
Ja, den Wahnsinnsberg habe ich jetzt genommen. Hey, jetzt wird's wieder schön. Muss ich schnell sein? Muss ich... Der ballert hier echt alles weg, ne? Da irgendwie rausschießen. Granate? Herstellen kann ich nämlich nichts mehr. Das sieht alles sehr armselig aus, ne? Scheiße, Mann. Oh nein, die nächste geht hoch. Ist hochgegangen. Gut. Ja, ob das so gut ist, ist auch wieder die Frage. Ich muss an das Maschinengewehr. Oh, ich hab's! Ich bin euch alle um, ich mache euch so kalt, ihr Wichser, nimm das! Schluck die Scheiße, Junge. Jetzt schieb ich sie dir hinten rein. Endlich verfickt nochmal eine Knarre, die groß genug ist, um diesen Abschaum endlich ein Ende zu bereiten. Zamba, mein Freund. Rambo ist ein Scheißdreck dagegen, oh. Was denn? Hallo, das Ding fährt doch. Ach, ist doch scheiße. Soll ich zu der Alten gehen? Lass uns doch mit dem Ding fahren. Ich sollte doch gerade zu ihr kommen, oder nicht? Da wird die Alte ein. So, nu Mädel? Was jetzt? Ist doch kein Schwanz mehr. Was gut ist, ist jetzt Munition um was rumliegt. Aber
alles aufsammeln. Auch wenn die dramatische Musik mir gerade irgendwie symbolisiert, dass ich wahrscheinlich schnell machen muss. Nö. Ich lasse mir Zeit, alles schön einsammeln. Genau, nochmal ein paar Spritzen, damit es mir auch zwischendurch mal wieder gut geht. Eine Flasche. Sebastian mag ja vieles sein. Aber Alkoholkonsument, na, das glaube ich nicht so ganz. Gib Gas, du Sau! Ich fahr einfach durch! Ja, fahr durch mit dem Bus! Ach so, ich soll fahren! Jetzt steuere ich die! Bäm, ich nehme hier jeden von euch Fickern mit, ne? Boah, einen habe ich überleben lassen. Können wir nochmal umdrehen? Der Bus lässt sich auch steuern. Wie Bus. Weil du High Heels trägst, Mädel. Nur deswegen. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Aber es geht weiter. Ja, meine Freunde, was soll ich euch sagen? Ich bin etwas überrascht jetzt gerade, weil dieses Kapitel doch ziemlich kurz war. Kurz, aber heftig. Wir hatten gute Action. Tja, dann bin ich ja mal gespannt, wie das 13. Kapitel wird. Auf jeden Fall geil, mal am Maschinengewehr zu sitzen. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ihr dabei wart und hoffentlich auch wieder das nächste Mal dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.